Radio Deutschland 1 ist das Talkradio für Deutschland und sendet jeden Freitag live um 21 Uhr. Jeder kann anrufen und frei seine Meinung äußern. Auf unserer Internetseite www.radiodeutschland1.com kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1. Deine Meinung zählt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste, man guckt ja nach dieser ganzen Zeit schon irgendwie mit einem bisschen Befremden ja auf die letzten Monate der Diskussion rund um das Thema Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ja, wie groß war die Aufregung darüber, die bislang immer noch nicht bewiesenen Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle in Bremen und auch eventuelle gar kriminelle Handlungen einzelner Mitarbeiterinnen, wie groß war die Aufregung hier im Hause? Die Debatte, die Anschuldigungen, die Diskreditierung, besonders auch aus dem Innenministerium, haben nachhaltig dazu geführt, dass das Vertrauen in die ganze Behörde bis auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Und ich möchte nicht missverstanden werden. Wenn es Zweifel an der rechtsstaatlichen Durchführung von Verfahren gibt, ob bei positiven oder negativen Entscheidungen über einen Asylantrag, dann muss dem nachgegangen werden und dann muss Politik handeln. Und das sage ich ausdrücklich auch in Richtung des Innenministeriums. Sie können nicht Skandal rufen und dann, ja, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, das Thema in den Aktenschrank packen. In diesem Fall waren es die Debatten um den Grenzschutz oder die Personalienmaßen. Das geht nicht. Und das sage ich ausdrücklich auch in Richtung der AfD und der FDP, ja, die ja über diese gesamten Missstände hinaus, die uns ja eigentlich völlig offenbar waren die vergangenen Jahre, sogar einen Untersuchungsausschuss haben wollten. Und da frage ich mich wirklich, reicht Ihnen das wirklich? Ein Untersuchungsausschuss, der irgendwann dann eingesetzt wird und die eigentlichen Fragen ja überhaupt nicht adressiert? Ja? Ist das alles, was Ihnen zum BAMF einfällt? Da muss man sich ja die Frage stellen, ist Ihnen denn egal, dass die Defizite weiter bestehen bleiben? Machen Sie sich eigentlich bewusst, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich über das weitere Schicksal von Menschen und über ein Grundrecht entscheiden müssen? Warum also ist bisher keine Fraktion auch nur auf die Idee gekommen, einen Vorschlag zur Verbesserung zum Bundesamt hier vorzulegen? Für den Aufriss, ja, den vor allen Dingen FDP und AfD, aber eben auch das Innenministerium gemacht haben, ist das Ergebnis, gelinde gesagt, weniger als mickrig. Und wir Grünen haben das schon vor Jahren angemahnt, dass es falsch ist, beim BAMF Personal abzubauen, obwohl die Zugangszahlen steigen. Und auch gerade, wenn man sich um die Mitarbeiterschaft im BAMF sorgt, ja, und das sollten wir tun, denn sie arbeiten unter schwierigsten Voraussetzungen, aber auch unter politisch fahrlässigen Entscheidungen. Ja, unter diesen Umständen müssen sie arbeiten. Und wenn man gerade auf die Mitarbeiterschaft guckt, muss man doch sagen, es ist doch wichtiger denn je, dass diese Behörde mit ausreichend Mitteln und Personal ausgestattet wird, und zwar an der richtigen Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass Mitarbeiterinnen auch kontinuierlich geschult werden, eine Supervision erhalten, dass Asylsuchende eine unabhängige Asylverfahrensberatung erhalten. Und zwar nicht durch das BAMF, wie es jetzt angedacht ist, sondern durch unabhängige Akteure, die nicht eigene Interessen verfolgen, sondern Asylsuchende dabei beraten, wie dieses Asylverfahren abzulaufen hat, sie in die Lage zu versetzen, auch zu erkennen, wenn Fehler im Asylverfahren beispielsweise durch das BAMF passieren. Und im Übrigen sind auch gut informierte Asylbewerber, und das könnte man durch so eine Verfahrensberatung herstellen, auch bereitwilliger, Ergebnisse ihres Verfahrens zu akzeptieren, wenn sie schlichtweg verstehen, was da eigentlich vonstatten gegangen ist. Es betrifft die Dolmetscherinnen, ja, die ein angemessenes Sprachniveau mitbringen müssen, zwingend. Wir sagen auch, es wäre wichtig, dass es Wortprotokolle und auch Tonmitschnitte gibt, damit man eben Verfahren und die Herleitung eines Ergebnisses auch nachvollziehbar und auch kontrollierbar machen kann. Wir wollen, dass regelmäßige, stichprobenartige Überprüfungen von positiven, aber eben auch von negativen Asylentscheidungen stattfinden. Denn es kann uns doch nicht egal sein, dass zu bestimmten Zeiten ein Viertel aller Asylentscheidungen vom Verwaltungsgerichten wieder kassiert wurden. Das ist doch nicht, was wir sozusagen auch im Eigeninteresse akzeptieren können. Das ist ein unglaublich großer Missstand. Hier muss zwingend gehandelt werden. Applaus
Wir wollen, dass das BAMF auch die Pflicht hat, denn wir haben in den vergangenen Monaten auch viel über rechtswidrige Abschiebungen gesprochen. Ja, wir wollen, dass das BAMF verpflichtet wird dazu, die Ausländerbehörden darüber zu informieren, wenn noch laufende Gerichtsverfahren vorhanden sind, damit es eben nicht zu rechtmäßigen Abschiebungen kommt und Asylsuchende vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und für all diese Ziele, meine Damen und Herren, machen wir konkrete Vorschläge. Am besten fänden wir es, wenn das Ganze unterstützt und begleitet wird durch eine Expertenkommission bestehend aus Wissenschaftlern, Richtern, Verwaltungsmitarbeitern, Rechtsanwälten und Dolmetschern, also den Menschen, die tatsächlich wissen, wie das Asylverfahren läuft, wo die Probleme in der Praxis sind. Diese Menschen können uns begleiten, im parlamentarischen Prozess tatsächlich Verbesserungen auf den Weg zu bringen, denn die sind zwingend notwendig. Und genau darüber möchten wir mit Ihnen im Ausschuss diskutieren und hoffen, dass das Ergebnis offen passiert. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Michael Brandt.